Hallo und herzlich willkommen. Es ist Halloween. Endlich. Die schönste Zeit im Jahr nach Weihnachten oder vor Weihnachten. Wie auch immer, ich finde es geil. Ich liebe Halloween. Ich finde es toll. Ich mag auch diesen Ami-Kitsch und die Werwölfe, Geister, Gespenster, Monster, die da rumlaufen. Ich finde das super. Mir kann das auch an Halloween gar nicht kitschig genug sein. Deshalb ist das heute mein Fest. Und es ist ja sowieso eigentlich der Tag für Horrorliebhaber. Deshalb gibt es von mir heute auch eine ganz besondere Review. Es ist mehr eine Vorstellung. Und zwar von einem dreibändigen Band, von einer Sammlung aus drei Bänden. Und die nennt sich Bibliotheca Dracula. Ich zeige das mal hier. Sehr schön, wie man sieht. Es glitzert auch. Oh, Glitzer. Es glitzert. Ach, glitzern ist gut. Mary Shelleys Frankenstein, ich glaube der Klassiker überhaupt. Radcliffe's der Italiener, Bram Stokers Dracula, der nächste Riesen-Super-Klassiker. Dann eben diese Sammlung, die überschrieben ist mit Bram Stoker im Hause des Grafen Dracula. Das sind aber, eine Geschichte ist von ihm, der Rest ist von anderen Leuten. Dann von Robert Louis Stevenson, der glaube ich mit der Schatzinsel relativ bekannt geworden ist. Die falsche Kiste. Melmoth. Der Wanderer ist die einzige, die ich noch nicht gelesen habe. Der Mönch und ist dann im dritten Band. Und unter anderem Sheridan Le Fanu oder Le Fanu oder Le Fanu, weiß nicht, wie der Sherry wirklich heißt. Onkel Silas und am Ende noch die Geschichte Wieland. So, das ist da dann 8 Geschichten plus eine Sammlung von Kurzgeschichten. Eine ganze Menge. Es ist wirklich für Liebhaber von Vampiren und so ganz gut was dabei. Es sind nicht alles nur Vampirgeschichten, aber doch einige. Sheridan Le Fanu, der Sherry, der gute Alte, dessen Roman Camilla ja angeblich die Inspiration für Bram Stoker und sein Dracula war, ist auch vertreten, aber eben nicht mit Camilla, sondern mit Onkel Silas. Warum auch immer. Stokers Dracula in der Übersetzung und Mary Shelleys Frankenstein. Also das sind alles Bücher, die man als Horrorfan, finde ich mal, gelesen haben sollte. Nicht muss, man muss ja gar nichts, Gott sei Dank, aber vielleicht sollte. So. Die Bücher sind, wie man sieht, ziemlich alt. Das sind keine Neuauflagen mehr, sondern es sind alte Bücher. Das, was ich hier habe, ist von 1970 gedruckt. Also es ist über 40 Jahre alt, ziemlich alt. Deshalb sieht es auch dementsprechend aus. Es ist, würde ich sagen, was für Liebhaber und Sammler. Und für alle die auch vielleicht, die Frankenstein und Dracula noch nie gelesen haben oder die Romane nicht besitzen. Man bekommt es antiquarisch über den Buchhandel, man bekommt es auch online und man bekommt es auch über Amazon. Große Preissteigerung oder ein großer Preisverfall ist in den letzten Jahren da nicht aufgetreten. Ich habe meins jetzt seit 5, 6 Jahren. Und habe das damals für 30 Euro gekauft. Mittlerweile, mit ganz viel Glück, kriegt man das für unter 20 Euro alle drei Bände. Muss man dann gucken, wie da der Zustand ist. Der ist meistens nicht besonders gut. Wer jetzt natürlich alte Bücher haben möchte, die noch toll aussehen und tiptop in Ordnung sind, für die ist das vielleicht nichts. Aber eigentlich geht es darum auch nicht. Es geht darum, dass man was hat, was irgendwie so ein bisschen atmet und eine Patina hat. Und das hat es ja auch wirklich. Und es riecht auch nach Patina. Ja, tut es. Ist was für Fans, die sich gerne jetzt an Halloween oder wenn es im Herbst und im Winter dunkel wird, mit diesem alten Ding da hinsetzen und sagen, ja, Mensch, jetzt habe ich ein uraltes Buch in der Hand, fast so alt wie Bram Stoker selber, was natürlich nicht stimmt. Macht großen Spaß. Und vor allen Dingen hat man in dieser Zusammenstellung Geschichten, die man sich sonst halt mühsam selber zusammenkaufen könnte. Ich finde, es macht sich auch unheimlich gut, im Bücherregal, man sieht ja, das ist so ein roter Leineneinband. In den 70ern sind Bücher, selbst wenn sie nicht so teuer waren, glaube ich, einfach noch anders gemacht. Innen drin mit so grauem Papier ausgeschlagen. Und also hier übrigens der Vorbesitzer, weiß jetzt nicht, wie er heißt. Das sollte man übrigens nicht machen. Wenn man ein Buch nochmal irgendwann verkaufen will und so einen Stempel da reinklebt, dann verliert das Buch deutlich an Wert. Naja. Also Bibliotheca Dracula mit zwei absoluten Riesenklassikern und mit Robert Louis Stevenson, mit Sherry, mit Bram Stoker und Mary Shelley wirklich Vertreter der Zunft, die einfach dazugehören, wenn man Horror mag. Wenn ihr Lust habt, kauft es euch antiquarisch. Kostet wirklich nicht viel. Also ich habe gestern Abend noch nachgeschaut, für 19 Euro gab es das auf Amazon. Ich finde, das lohnt sich einfach. Und wenn man ein bisschen Spaß an alten Büchern hat,
ist das eine Riesennummer, finde ich. Das ist auch ein großer Zugewinn für jede Bibliothek. Ja, das dazu. Also die Bibliotheca Dracula mit insgesamt 8 Romanen und dann nochmal eine Handvoll Kurzgeschichten. Ich wünsche euch ein wunderschönes Halloween und eine wunderschöne Zeit danach. Freut euch schon aufs nächste Halloween, wenn es vorbei ist. Wir sehen uns bis dahin.